und herzlich willkommen zur Folge 100 vom Let's Play von Forza Horizon 4. Auch hier ist es jetzt soweit, nachdem ich es in Forza Horizon 3 auch schon geschafft habe, habe ich jetzt auch hier im aktuellen Horizon-Titel 100 Let's Play-Folgen erreicht. Was eine Zahl, 100 Folgen, das ist schon ziemlich viel, wie ich finde. Aber es macht mir halt extrem viel Spaß, deswegen würde es auch schön weitergehen. Aber heute gibt es mal ein paar Special-Sachen. Heute werde ich Rennen fahren, ja. Nicht nur eins, nämlich an der Zahl 10 Stück. Aber keine normalen Rennen, aber dazu komme ich später. Erstmal möchte ich mich natürlich bei euch bedanken. Fürs Zuschauen, fürs Abonnieren, fürs Liken, fürs Kommentieren. Weil all das finde ich natürlich super. Und an sich bewerten, auch Dislikes finde ich gut. Ja. Aber all das führt dazu, dass mir das Ganze noch mehr Spaß macht, als es so schon ist. Auch wenn das meine Videos niemand schauen würde, niemand liken würde, niemand kommentieren würde, auch denn hätte ich noch viel Spaß. Deswegen ich das auch jedes Wochenende eigentlich mache. Es macht halt einfach nur Spaß. Und das ist das Wichtigste daran. Natürlich freut es mich auch, wenn ihr Spaß daran habt. Aber mir ist am wichtigsten, dass ich Spaß habe. Und solange ich diesen Spaß weiterhin habe, wird das auch alles hier so weitergehen. Ich denke, das wird noch ein bisschen dauern. Vor allem mit Horizon 4. Es ist, glaube ich, noch kein Ende in Sicht. Bei mittlerweile über 150 Videos allein zu dem Spiel. Das ist schon verdammt krank und bald auch 1000 Videos auf dem gesamten Kanal. Dazu werde ich nochmal in einem anderen Video was sagen. Ja, 100 Folgen Forza Horizon 4. Eigentlich sollten sie nur so 20 bis 25 Minuten lang sein. Oder also um die 25 Minuten. Ja gut, jede Folge ist eigentlich eher über 30 Minuten. Das habe ich nie geschafft, die Folgenlänge zu halten. Aber woran liegt es? Weil es einfach so viel Spaß macht, weil es ein unfassbar geiles Spiel ist. Es ist bei weitem kein perfektes Spiel. Das Spiel macht auch nicht alles richtig oder ist auch nicht fehlerfrei, auf gar keinen Fall. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Und ja, bin auch so ein bisschen sprachlos teilweise. Auch wie viele Stunden ich das Spiel bis jetzt schon gespielt habe. Ich meine, laut dem Tag, wo ich die Folge jetzt aufnehme, das ist der 15. Februar 2019. Habe ich jetzt schon, glaube ich, 530 Stunden ungefähr. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Folge bestimmt schon deutlich mehr. Halt unglaublich viel, es macht unglaublich viel Spaß. Und es wird sich auch in den kommenden Folgen, Wochen oder Monaten auch noch einiges ändern. Sowohl an diesem Kanal als auch jetzt in diesem Format oder generell zu Forza Horizon 4. Nummer 1, was ich eigentlich schon bereits geändert haben sollte, ist der Kanalbanner, den müsste ich mal geändert haben. Also ich rede jetzt aus der Vergangenheit, aber ich meine, ich wollte den ändern oder habe ihn geändert. War ein bisschen was Cooleres. Dann ist auch ein neues Intro geplant. Ob es schon vor dieser Folge kam, weiß ich nicht, aber spätestens vor der nächsten Folge, vor Folge 101, wird es wieder ein neues Intro geben. Vielleicht sogar die gleiche Intro-Musik, aber ich sag mal anderes Bildmaterial. Das möchte ich ändern. Denn was auch wichtig ist, nicht nur, weil ich es gerne persönlich mache, sondern natürlich auch wegen Artikel 13, das ist ein großes Thema. Mit natürlich wieder einen Schritt in Richtung Urheberrechtsverletzung gehen, und zwar in dem Sinne, dass ich weniger Urheberrechte verletze. Ich gebe mir da schon ziemlich große Mühe, aber was ich noch gerne ändern möchte, zum Beispiel die Videobeschreibung. Mein Let's Play ist ja also generell ein schwieriges Thema, ob das erlaubt ist oder nicht, bla bla bla. Microsoft erlaubt es grundsätzlich. Unter bestimmten Bedingungen. Ich habe mir diese, glaube ich, heißt diese Let's Play Policy, heißt die, glaube ich, habe ich mir immer durch, oder diese Spiele Policy habe ich mir immer durchgelesen. Und ich müsste da noch ein bisschen was ändern. Grundsätzlich bin ich, denke ich mal, schon ziemlich urheberrechtskonform unterwegs oder versuche da sehr auf die Urheberrechte anderer zu achten. Aber ich will da noch ein bisschen was ändern, dass es noch ein bisschen besser wird. Dann musiktechnisch, ja, wie immer nehme ich nur Musik, die ich auch nutzen darf. Radio im Spiel bleibt generell weiterhin aus, weil keine Rechte. Ganz einfach. Und Video wird wahrscheinlich gesperrt. Verboten ist es ja so oder so. Und dann mal, ich gucke auf meinen kleinen, ich habe mir so einen kleinen Zettel geschrieben, was ich so ein bisschen hier in dieser Folge erzählen möchte oder auch machen möchte. Ich werde auch noch fahren, ja, keine Sorge, nicht abschalten. Es wird auch noch gefahren, und zwar nicht zu knapp. Was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ich mache jetzt mal einen Negativpunkt.
bevor ich dann zu positiven Sachen komme. Und zwar den einen Negativpunkt, will ich auch nur relativ kurz ansprechen. Ich will es gesagt haben. Vielleicht fragen sich einige, ja Fabian, wo bleiben denn die Drag Races? Die hast du doch schon angekündigt, dass zeitnah nach dem Release von Horizon 4 Drag Races auch in diesem Spiel kommen werden. Ja, habe ich gesagt. Das stimmt. Ich bin ja auch hauptsächlich durch Drag Races bekannt geworden. Habe deswegen auch, oder hatte, viele internationale Zuschauer dadurch bekommen. Aber ich habe mich so ein bisschen zu den Drag Races abgekehrt. Zumal auch Forza Horizon 4 leider nicht so gute Möglichkeiten bietet, Drag Races zu machen. Auch keine ordentlichen Drag Strecken bietet. Was nicht ganz so gut ist. Aber es wird auch in näherer Zukunft keine Drag Races geben. Ich habe mal überlegt, vielleicht will ich da welche zu machen, aber irgendwie sehr vielleicht cool, aber irgendwie habe ich nicht so wirklich die Lust darauf. Ich weiß nicht. Meine Menschen verändern sich, klar, wir machen irgendwie Let's Plays mehr Spaß. Das war eigentlich schon immer so, aber Drag Races waren halt immer so ein fester Bestandteil des Kanals. Aber jetzt in Horizon 4 erstmal, nein. Wird es erstmal nicht geben. Wenn genug Anfragen kommen, würde es, glaube ich, auch keine geben. Halt, wenn ich Bock darauf habe. Natürlich, erst können sich das viele Leute wünschen, oder einige wünschen sich es vielleicht auch, nur schreibt es nicht in die Kommentare. Oder wäre auch mal was Cooles in Horizon 4. Natürlich auch, da es gerade im Gegensatz zu Horizon 3 viele neue Autos gibt, die es damals noch nicht gab oder noch nicht im Spiel vorhanden waren. Aber erstmal würde es sowas nicht geben. Gucken, was die Zukunft bringt. Vielleicht kommen sie irgendwann, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Also ich sehe auch die Zukunft in diesem Spiel noch sehr, sehr lange. Ich werde es nicht nach den nächsten 3 Monaten oder so aufhören. Ich denke, ich will das Spiel noch ein wenig spielen. Ein paar, die ein oder anderen Folgen, so ein oder anderen 100 oder Hunderte. Vielleicht knacken wir auch Folge 200 im Let's Play, wer weiß. Dann zu positiven Dingen, und zwar zu einem, in Anführungszeichen, neuen Format. Oder eher gesagt, ein Unterformat eines bestehenden Formates. Und zwar kennt ihr sicherlich das Format Forzaton Live, wo ich den namensgebenden Forzaton Live im Spiel absolviere mit einem Auto oder mehrere Forzaton Lives und danach dann die gewonnenen Punkte im Forzaton Shop ausgebe. Dieses Format wird ein Unterformat bekommen, und zwar die Fortune Island Edition. In dem ich, wie man sich jetzt vielleicht denken könnte oder so leichte Vermutung haben könnte, dass ich auch den Forzaton Live auf Fortune Island machen möchte, in einem Unterformat. Wie ich das noch genau machen werde, oder wie das mit dem Thumbnail wird, ich weiß es nicht genau, oder ob das ein spezieller Titel wird. Jedenfalls möchte ich das mal aus der Abwechslung auch mal bringen, als Fortune Island Edition. Könnte aber, glaube ich, auch ganz cool werden. Natürlich vor allem mit Autos, die nicht gerade für Fortune Island geeignet sind. Ich denke, natürlich, da geht es ziemlich Offroad-mäßig her. Und da könnte man natürlich auch ein Auto nehmen, was nicht Offroad-fähig ist. Mal so als Idee, mal gucken. Auf Fortune Live, es wird nicht so oft kommen. Weil mir das Format überraschend viel Spaß macht. Weil eigentlich ist es was ziemlich Simples, ziemlich Einfaches. Aber irgendwie, es macht halt Laune. Und so ab und zu, so alle 2-3 Wochen, ganz gerne mal. Es wird jetzt aber nicht jede Woche kommen. Das auf keinen Fall. Genauso wie Forzaton. Kann jede Woche kommen, muss aber nicht. So wie ich Bock habe. Generell bei allen Videos, wenn was kommt, dann kommt was. Wenn nicht, dann nicht. So wie ich Bock habe. Und eigentlich auch Zeit. Ja gut, Zeit habe ich eigentlich genug. Ich kann mich über mangelnde Freizeit eigentlich nicht beschweren. Trotz meiner Ausbildung habe ich, finde ich, noch genug Freizeit. Von der ich auch einen ziemlich großen Teil nutze, um die Videos zu machen. Aber ich mache es gerne, ich habe Spaß. Also warum nicht? Dann gehe ich mal weiter. Genau. Und zwar jetzt noch etwas, was ich im Let's Play hinzufügen möchte. Und eine Sache, die ich wirklich eine doch relativ große Änderung im Let's Play sein wird. Gehe jetzt schon mal aus meinem Schloss heraus, aus dem Edinburgh Castle. Und zwar möchte ich auch jetzt im Let's Play des Öfteren die Saisonveranstaltungen fahren. Ich mache es auf die Karte. Und zwar sind das hier zum Beispiel diese Meisterschaften mit einer vorgegebenen Klasse. Hier zum Beispiel Rennwagen Oldtimer mit einem LI von 100 bis 700. Diese möchte ich des Öfteren im Let's Play fahren. Da sind auch teilweise echt coole Meisterschaften mit bei.
Dazu zählen auch die Saisonmeisterschaften auf Fortune Island. Da gibt es ja auch jede Woche drei Meisterschaften. Da werde ich vielleicht auch mal ab und zu einen auf Fortune Island machen. Da hätte ich mal eigentlich echt ziemlich Lust drauf. Ich fahre schon mal zum nächsten Rennen, was sich hier befindet. Wir machen nicht die Prüfung, das nochmal so zur Info. Und zwar, was ich mir auch noch dachte, bis jetzt war es ja immer so, In 100 Metern dass scharf ich, wenn rechts ich ein Auto im abbiegen. Let's Play gefahren bin, hat dies zwei Folgen bekommen. Also sind wir grob gesagt 50 verschiedene Autos im Let's Play gefahren. Natürlich durch Horizon Stories und sowas alles natürlich noch viel mehr. Weil ich jetzt im Let's Play drangenommen habe, das meine ich jetzt, ne? Jetzt zum Beispiel letztens den McLaren. Den 27 Im RS, den habe ich im Let's Play Kreisverkehr die drangenommen. zweite Das ist ein Auto, Ausfahrtbiegung. hat zwei Folgen bekommen. Das war bisher eigentlich immer so. Das war auch die In größte 100 Zeit in Metern scharf Forza rechts Horizon 3 abbiegen. so. Auch bis Folge 100 bekam dort eigentlich jedes Auto zwei Folgen im Let's Play. In 200 Und ab Metern Folge links 101 abbiegen. bekam jedes Auto nur noch eine Folge im Let's Play. Das werde ich hier Links genauso machen. abbiegen. Also ab der nächsten Folge werde ich in jeder weiteren Folge ein anderes Auto fahren. Bringt ein bisschen mehr Abwechslung mit rein. Macht auch, finde ich, jetzt ein bisschen mehr Sinn. Wenn ich das Spiel jetzt schon so weit fortgeschritten bin. Da reicht, denke ich, auch eine Folge pro Auto. Vielleicht auch mal ausnahmsweise, wenn es irgendwas Geiles gibt, aber es außergewöhnlich ist, zwei. Aber grundsätzlich gilt jetzt erstmal ab der nächsten Folge, Im es wird nur noch Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. ein Auto pro Folge geben oder pro Folge ein Auto, das ich fahren werde. Somit werde ich auch natürlich viel mehr Autos fahren. Ich meine, es gibt doch im Spiel genug Autos. Es sollte ja mittlerweile, denke ich mal, über 500 sein, die es im Spiel gibt. Ich bin in Let's Play um die 50 gefahren. Da sind auch ein paar Autos offen, auch ein paar sehr geile Autos. Aber was, denke ich mal, die größte Änderung, die ich in dieser Folge bekannt geben werde, sein wird, In 400 Metern ist hast du diese dein hier, wo ich Ziel gerade erreicht. hinfahre. Es wird auch in Zukunft, habe ich noch ein paar coole Sachen in Planung. Es gibt eine Sache, die war in Planung, ist aber heute bereits fertig. Man kann es sich vielleicht Du hast schon dein Ziel denken, erreicht. es gibt ja im Spiel das Blaupausen-Feature. Das heißt, man kann sich ja eigene Rennen erstellen. Das ging auch schon in Forza Horizon 3, dass man zum Beispiel die Rundenzahl ändern kann, das Wetter, die Tageszeit und sowas. Und die Autoklasse, das konnte man ändern. Natürlich, Forza Horizon 4 geht mit dem, oder mit dem Blueprint-Feature noch ein bisschen weiter, dass man hier im Spiel auch seine eigenen Strecken erstellen kann. Und ich hoffe, jetzt klingelt es bei einigen, denn ich kann heute, hier und jetzt verkünden, dass ich in Forza Horizon 4 eine eigene Teststrecke habe. Oh yes. Ja, ich habe in letzter Zeit auch die letzten, ich glaube, über einen ziemlich großen Zeitraum habe ich daran gedacht, wie wäre es doch mal, wenn du mal eine eigene Teststrecke hast und darauf mal ganz viele Autos loslässt. Da hatte ich mir jetzt noch eine coole Idee. War natürlich die Frage, welche Strecke nimmt man? Oder welche Strecke macht man sich? Natürlich hätte ich auch eine aus dem Spiel vorgegebene Strecke nehmen können. Das wäre natürlich ein bisschen langweilig gewesen. Also habe ich mir selber eine Strecke erstellt. Da ist sie auch schon. Die FSK-Teststrecke. 5 Runden ist sie lang. Eigentlich, glaube ich, Tageszeit habe ich Mittag eingestellt. 5 Runden, anything goes. Also kann auch jeder von euch fahren. Ich kann auch mal kurz auf der Karte zeigen, wo die Strecke ist. Könnt ihr auch jetzt gerne nutzen und gerne dort eure Autos fahren. Strecke ist freigegeben. Auch eigentlich, das Rennen müsste freigegeben sein unter FSK-Teststrecke. Zwar hier, Glen, Greenwich, Hügelstraße, Sprint. Zwar dieses Rennen, ich kann mal kurz die Route hier auf der Karte zeigen. Jetzt ein bisschen einfach zu sehen ist. Also hier geht es natürlich los, der Start. Dann die erste Rechtskurve, hier geht's lang. Nochmal rechts. Ups, dann fahren wir den wunderschönen Berg hier hoch, vorbei an Blitzerzonen und so weiter, an den Rennen, weitere Blitzerzone, schwuppdiwupp, ups. So, immer der Straße folgen, dann hier rechts wieder auf die Straße einbiegen und hier ebenfalls wieder rechts und dann schon Richtung Ziel. Die Strecke ist 8 Kilometer lang, ich finde sie sehr geil. Die habe ich sogar heute gerade nochmal ein bisschen neu erstellt, die Strecke an sich. Habe ich schon etwas länger oder die Idee, diese Streckenvariante zu nehmen. Ich habe heute nochmal die Checkpoints ein wenig überarbeitet.
Das habe ich gemacht. Und ja, ich bin hier, natürlich habe ich hier im Spiel schon viele Strecken erstellt, auch schon viele davon gezeigt. Natürlich habe ich die bisher noch nicht gezeigt. Es war ja mal auch angedacht, diese Strecke jetzt als Teststrecke zu nehmen. Und zwar die hier, jetzt hier lang geht. Wuppdiwupp, hier. Man kann es so ein bisschen folgen, denn hier die Straße lagen. Ne? Hier habe ich auch eine Strecke, die war mal angedacht, aber jetzt ist es die hier oben geworden. Und ja, natürlich wollen wir heute auch fahren. Denn heute werde ich auf dieser Teststrecke gleich 10 Autos von alleine lassen. Ich habe mir mal 10 Autos rausgesucht, die ich hier und heute auf dieser Strecke fahren werde. Das Ganze werde ich aber jetzt nicht live kommentieren. Das werde ich extra aufnehmen. Ich werde mit jedem Auto dieses 5-Runden-Rennen fahren und quasi die beste Runde für euch reinschneiden. Zu den Autos komme ich gleich. Und zwar natürlich ist wichtig die Rundenzeit. Also erstmal, ich nehme Serienautos. So wie ich sie bei der Automesse oder im Auktionshaus serienmäßig kaufen kann. Nicht getuned. Okay, Design ist natürlich egal, aber nicht getuned. Ist keine Upgrades, kein Tooling drauf und gar nichts. Komplett Serie. Das ist die Bedingung der Runden. Der Runde wird logischerweise nicht die beste sein, also es zählen die fliegenden Runden. Und als Rundenzeit ist ja die beste Runde, die dann oben in Forza angezeigt wird. Das ist dann meine Messmethode. Und natürlich die Zeiten. Es steht noch nicht hundertprozentig fest, aber ich habe geplant, dass man die Zeiten auch online sehen kann, dass man in einer Tabelle sehen kann, wo welches Auto steht. Und zwar wird es wahrscheinlich eine, glaube ich, heißt das Google.docs. Da kann man ja halt so Sachen erstellen. Da werde ich wahrscheinlich eine Tabelle erstellen mit allen Rundenzeiten, mit den Autos und sowas. Also dann natürlich das Auto. Denn die Leistungsstufe zum Beispiel, keine Ahnung, A-Klasse 750 und die Rundenzeit. Das werde ich so ungefähr machen, vielleicht noch ein bisschen hübscher machen oder so, aber dann erstmal online sehen kann, sind wir auf dem neuesten Stand seid, welche Autos ich auf der Strecke gefahren bin und ja, wie die Rundenzeiten, wie das auch vergleichbar ist, wenn es vergleichbar ist. Natürlich, ich wollte jetzt keine Rennstrecke machen, die für jedes Auto, es ist eine Strecke, die dem Spaß dient. Natürlich kann und will ich keine Rennstrecke machen, wo das für jedes Auto gerecht ist. Ich meine, es ist ein Arcade-Rennspiel. Jetzt sagen, oh mein Gott, der Wagen ist eine halbe Sekunde schneller als der andere, der ist viel besser. Nehmen das alles nicht zu ernst, es ist ein Spiel. Wir wollen Spaß haben, ich bin kein perfekter Fahrer. Ich kann nicht immer gleich gute Rundenzeit fahren. Das geht natürlich nicht, da ist immer eine Toleranz drin. Natürlich gebe ich mein Bestes. Die Runden werden ohne Zurückspulen gefahren. Also eine Runde komplett durch, wenn ich Fehler mache, der hat Pech gehabt. Der nächste Runde vielleicht versuchen. So ist das halt. Genau, heute 10 Autos werde ich fahren und diese 10 Autos werde ich auch mal vorlesen. Ich fange mit dem langsamsten Auto an, werde dann immer schneller, gemessen nach dem Leistungsindex natürlich. So, Liste aufklappen, 10 Autos. Ich fange an, das erste Auto, was ich jetzt gleich fahren werde, ist der 2018er Nissan Sentra Nismo in der Klasse C 588. Dann das zweite Auto, wo habe ich ihn? Den 2008er VW Touareg R50 mit einem LI von B631. Auto Nummer 3 aus England, der 2015er Jaguar XES mit einem LI von B-Klasse 660. Das vierte Auto ist ein 2002er BMW Z3 M-Coupé. A713. Dann die 5, ein 2017er Ford Focus RS A718. Also nur 5 Punkte mehr als der BMW. Ist ja eigentlich gar nicht mal so viel. Dann die Nummer 6. Es muss irgendwie klar, dass es reinkommt. Und zwar der 1984er Opel Manta 400 A-Klasse 740. Auf der 7 der 2007er passenderweise Alfa Romeo 8C Competizione, LI A777, dann Auto Nr. 8 ist ein 2003er Ferrari 360 Challenge Stradale A792 und ich kann kein Italienisch. Auto Nr. 9, ein Auto, was ich vor gar nicht allzu langer Zeit im Let's Play gefahren bin. Natürlich, welche Marke fehlt meine Lieblingsmarke? Porsche. Nummer 9, der 2019er Porsche 911 Carrera S S1 840.
Und das schnellste Auto in der heutigen Folge ist der 2016er Audi R8 V10 Plus mit einem LI von S1 856. Diese 10 Autos werde ich jetzt fahren, vielleicht nebenbei noch ein bisschen was kommentieren, während die Runde läuft, aber nicht live. Ich werde das jetzt alles die Runden still und halbwegs konzentriert fahren und dann vielleicht das nachkommentieren. Wie so per, wie ist das, per Voice-Over oder so? Ich weiß nicht, wie das heißt, aber mal gucken, wie das wird. Vielleicht noch ein bisschen zwischendurch irgendwas labern. Am Ende vielleicht noch die Rundenzeiten einblenden oder halt auf die Tabelle verweisen. Die, wenn diese Folge online kommt, eigentlich fertig sein sollte. Oder eine andere, oder vielleicht sogar live in der Folge einblenden oder in der Videobeschreibung. Ihr müsst es mal genau gucken, aber ich denke mal, es wird diese Online-Tabelle. Ist auch ganz praktisch für euch, dann könnt ihr das immer sehen. Die Tabelle werde ich dann auf meinem Kanal irgendwie oben gleich einen Link dazu hinschicken. Auch natürlich einen Link in der Videobeschreibung zur Tabelle. Und die Tabelle werde ich auch immer nach der Folgenaufnahme aktualisieren. Also kann es sein, wenn ihr die Tabelle anklickt, sind dort schon Autos drin, die ich bisher im Let's Play oder die noch nicht auf meinem Kanal online kamen. Deswegen ist da eine Spoiler-Gefahr. Also am besten erst, wenn ihr die Folge seht, auch in die Tabelle gucken. Dann soll sie immer aktuell sein auf jeden Fall. Oder spätestens dann. Ich werde die Zeiten aber auch schon früher reinschreiben. Also nur mal so als Spoiler-Hinweis. Ja. Ich wollte mal eine Buttermischung an Autos nehmen, nicht irgendwelche überkrassen Autos, auch mal was Normales, auch ein bisschen Markenvielfalt. Natürlich auch gegen Markenhass. Es gibt viele coole Marken. Allesamt hier coole Marken vertreten. Verschiedene Autos. Teilweise für die Straße. Auch wieder Opel Manta eher nicht so für Straße. Oder der auch ein SUV mit bei. Limousinen, Coupés, alles mögliche. Vierzylinder, Wenigzylinder, Vierleistung, Wenigleistung. Alles mögliche. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Runde im Nissan Sentra Nismo. Den Auftakt macht der 2018er Nissan Sentra Nismo, ein Auto, was ich bis dahin eigentlich auch noch gar nicht kannte. Natürlich ein paar Nissans kennt man, aber den Sentra, den gibt es auch, soweit ich weiß, gar nicht in Deutschland oder Europa. Also kommt mir zumindest nicht bekannt vor. Aber die Optik, die kommt mir schon eher bekannt vor, und zwar von auch Supercars. Da ist ja Nissan auch vertreten. Und das Auto sieht so ein bisschen so ähnlich aus. Ja, ein Nismo-Modell, also soll das ein wenig für Sportlichkeit stehen. Ich muss leider sagen, so wirklich sportlich war der Nissan jetzt nicht wirklich. Natürlich, klar, irgendwie war er schon schnell. Aber eigentlich, wenn ich Nismo lese, dann erwarte ich doch ein bisschen was Schnelleres. Ich muss jetzt kein, nicht auf einem GTR-Niveau sein. Aber schon ein bisschen mehr Dampf würde den Wagen gut tun. Auch gerne ein anderer Antrieb, weil der Wagen hat Vorderantrieb, das man auch deutlich gemerkt hat. Also die sehr viel untersteuern. Und auch in Kurven relativ noch ein bisschen Wheelspin. Und aus dem Quark kam er auch nicht so wirklich. Hat mich so ein kleines bisschen enttäuscht. Aber naja, welche Zeit erfahren wird, werden wir gleich sehen. We'll be right back.
So, Dennis dann setzt eine Zeit von 3 Minuten 24,438 Minuten, was ihn damit überraschenderweise zum Platz 1 in dieser Liste macht. Ja, die Zeit, natürlich kann man jetzt nicht viel darüber sagen, was diese Zeit wert ist. Aber naja, gute 3,5 Minuten. Doch länger gedauert, als ich erwartet hatte. Bin dann diese ähnliche Strecke schon mal mit einigen anderen Autos gefahren. Eine ähnliche Strecke. Und da war eigentlich, glaube ich, bisher kein Auto über 3 Minuten. Jetzt so knapp 3,5 Minuten. Ist schon lang. Aber mal gucken, ob es der nächste Wagen besser kann. Das zweite Auto für heute ist der 2008er VW Touareg R50. Was doch ein ziemlich besonderes Auto ist. Denn erstmal dieser Wagen einen Dieselmotor. Zum zweiten einen V10. V10 kenne ich eher so bei Audi. Das ist mir V10 deutlich bekannt, auch mit diesem mit ähnlichem Hubraum. Oder BMW V10, Porsche V10. Aber VW und V10, dann auch ein Diesel, okay. Coole Idee. V10 Turbomotor, okay. Mit massig Drehmoment, sehr okay. Was man auch wirklich merkt. Man merkt, der Drehmoment, klar, es ist ein super unnötiges Vehikel, abgekürzt mit SUV. Und nicht unbedingt der schönste, nicht der leistungsstärkste. Aber ich finde, er macht seinen Job ziemlich gut. Fährt sich auch sehr angenehm. Natürlich hat er Allradantrieb. Also fährt sich super. Natürlich das Gewicht merkt man irgendwie. Aber ich finde, das geht in Ordnung. Fährt sich nicht schlecht, muss ich sagen. Besser als ich erwartet hätte. Auch Getriebebus soweit, ganz in Ordnung. 6-Gang-Automatik, das passt. Und ja, mehr habe ich zu diesem Auto erstmal nicht zu sagen. Dieses über 2 Tonnen schwere Ungetüm hat den Nissan geschlagen mit einer 3 Minuten 20,601. Ist aber doch ein ordentliches Stückchen schneller als der Nissan, hat aber natürlich auch ein paar mehr Punkte. Ja, noch ein bisschen mehr Leistung, klar auch deutlich mehr Gewicht. Ich denke auch, der Allrad tut diesem Wagen ziemlich gut. Und ja, ist jetzt der neue Platz 1 in dieser Liste. Boah, welch eine Spannung. Und ich springe direkt zum nächsten Auto. Die Nummer 3 für heute ist eine Mittelklasse-Limousine von Jaguar, den XE. Diese Variante als XES, die, ich glaube, damalige Top-Version im Jahre 2015. Mittlerweile gibt es den XES Project 7, Project 8, halt mit Torque-Kompressor-Motor. Das war damals, glaube ich, die Top-Version mit, ich lasse mich nicht lügen, 340 PS.
Heckantrieb, 8 Gang Automatik. Der ist mal ganz gut, auch nicht ganz so schwer. Sieht auch gut aus. Aber jetzt auf der Rennstrecke hatte ich doch so meine kleinen Problemchen. Gerade was das Anbremsen betrifft oder auch die Kurvenlage, dann aus den Kurven rausbeschleunigen. Also da hat der Wagen schon, finde ich, ziemlich viel Wheelspin. Einfach, dass er so wenig Leistung hat. Dann ist es ja kein Ungetüm. Das Gewicht drückt den Wagen natürlich auch auf die Straße, aber irgendwie, so von der Performance her, was wirklich die Qualitäten in den Kurven betrifft, war ich eher nicht so begeistert. Na klar, der Wagen geht ab, beschleunigt sehr gut, das will ich nicht in Frage stellen, aber so in den Kurven, auch die Bremsen und so, Kurvenlage vor allen Dingen auch in schnellen Kurven, finde ich nicht geil, muss ich ehrlich sagen. Also hat mich der Jaguar ein bisschen enttäuscht, da habe ich wirklich ein bisschen mehr erwartet, weil ich den Wagen eigentlich ziemlich geil fand. Trotzdem ist dieser Wagen gute 10 Sekunden schneller als der VW Touareg mit einer 3 Minuten 10,858. Hätte ich nicht erwartet, dass es 10 Sekunden sind, weil das ist schon echt viel. Aber natürlich ist cool. Gut, dass der Wagen so schnell ist, hätte ich nicht gedacht. Es geht sicherlich auch viel schneller, aber halt, er ließ sich nicht so geil fahren. Aber trotzdem 10 Sekunden schneller als der Touareg, ist das schon eine Hausnummer. Den BMW Z3 werden die meisten wahrscheinlich eher als Roadster kennen, denn Coupés gibt es davon nicht so viele. Der Fall ist, das Coupé sehr leistungsstark. Nicht mit über 300 PS, ein Sechszylinder, Heckantrieb, sehr geil, muss ich wirklich sagen. Und ja, das Coupé sieht auch sehr sonderbar aus, ist nämlich von der Bauform her ein Shooting Brake. Auch immer ziemlich ungewöhnlich, auch die lange Motorhaube, das sieht ein bisschen komisch aus, aber irgendwie auch cool. Oder von einigen liebevoll als Tonschuh bezeichneter Wagen. Aber im Gegensatz zum Jaguar fährt er sich ziemlich gut. Auch Hochdrehzahlmotor, dreht ja bis fast 9000 Umdrehungen. Natürlich, Sound ist auch cool. Man merkt einfach auch, wie viel flinker der ist, wie viel wendiger sich der BMW anfühlt. Und der Jaguar ist jetzt nicht unbedingt ein Schwergewicht, aber man merkt halt schon, dass der Jaguar schwerer ist als der BMW, deutlich. Auch wie schön leicht der BMW um die Kurven geht, schön flink, auch gut rausbeschleunigt. Auch mit ein bisschen Wheelspin. Aber das geht wirklich in Ordnung. Also ich war echt überrascht, dass er sich so gut fahren lässt. Auch dass so ein Z3 so schnell ist. Der Z3, ich kannte den, ich wusste nicht, dass es den mit so einem Motor gibt, der so viel PS hat. Ich dachte so, ja, so. Ich dachte, dass er auf jeden Fall unter 300 PS hat. Dass das Ding so abgeht, meine Güte. Wird hoffentlich auch eine gute Zeit.
Tja, mein Fahrgefühl hat sich auch in der Zeit bestätigt. Wir haben den Jaguar nochmal um über 4 Sekunden unterboten mit 3 Minuten 6,186. Und dann nochmal 4 Sekunden ist schon nicht schlecht. Ich denke auch, die Abstände zwischen den Autos werden jetzt eher kleiner werden. Es ist nicht zwischen jedem Auto 10 Sekunden liegen, kann man sich, glaube ich, denken. Aber 4 Sekunden besser ist schon ganz gut, vor allem, dass der Wagen natürlich auch noch relativ alt ist. Ja, ist ein Handschalter. Hat, glaube ich, weniger Leistung als der Jaguar. Schon, finde ich schon ganz cool. Ist echt ein gutes Auto, hat sich gut gefahren. Der Ford Focus RS Mark III ist schon eigentlich ein ziemlich cooles Auto. Auch wenn es vielleicht ein bisschen umstritten war. Aber ich hätte den lieben und den hassen wir auch beim Fiesta. Mit Turbomotor, mit 4-Zylinder, der 5-Zylinder-Turbo, ein Ford-Antrieb, das war irgendwie viel cooler. Beim Fiesta, 3-Zylinder. Aber er hat Leistung, er kann abliefern. Allrad, was ich auch gut finde. Der Allrad macht sich gut. Fällt mir. Handschalter gut, Automatik, weiß ich nicht. Aber Schaltung ist auch in Ordnung. Fährt sich gut, der Wagen. Ist ziemlich neutral, würde ich mal sagen. Fährt sich relativ einfach. Der BMW war auch relativ einfach. Ich fand irgendwie, hat sich der BMW noch ein bisschen spritziger angefühlt. Ein bisschen wendiger. Weiß ich auch noch, siegt aber der Focus so ein ganz, ganz kleines bisschen, dass sich etwas träger angefühlt. Ansonsten beim Rostbeschleunigen auch natürlich super. Hat eine gute Figur der Wagen. Kann man eigentlich nicht gegen meckern. Hat aber auch nur 5 Punkte mehr als der BMW. Ja. Und das Duell war knapper als ich dachte, denn der 5 Punkte stärkere Ford Focus RS ist gefahren eine 3 Minuten 5,085, damit nur eine gute Sekunde schneller als der BMW, was ich respektabel für den BMW finde, weil der Ford, der hat Allrad, der hat mehr Leistung, mehr Drehmoment, schaltet glaube ich auch schneller, Gewicht, weiß ich gar nicht, aber so übertrieben schwer ist der Ford jetzt aber auch nicht. Aber nur eine Sekunde schneller. Klar, schneller ist besser. Oder jetzt besser geschafft, schneller geschafft. Aber das ist doch nur eine Sekunde, das hätte ich nicht gedacht. Also sind doch relativ nah beieinander, die Autos. Natürlich konnte ich es mir als Opel-Fan oder auch Opel-Fahrer selber nicht nehmen, auch einen Opel zu fahren. Weil eine Marke, die, finde ich, auch teilweise unterschätzt wird. Also doch eigentlich ziemlich coole Autos bauen. Ich baue als Opel keine Autos oder jetzt kein R8. Oder keine krassen Sportwagen. Wir bauen aber auch, finde ich, sehr coole Autos, auch sehr schicke Autos. Und preislich auch attraktiv, wie ich finde. Ich fahre ja selber ein Opel, natürlich jetzt keinen überkrassen. Aber ich bin zufrieden mit dem Auto. Kann ich mich eigentlich kaum beschweren. Ja, ich bin gefahren den Opel Manta 400.
vielleicht für diese Strecke ein eher unübliches Auto, da dann dieses Auto eher in den Rallye-Sport gehört, auf unbefestigte Straßen. Ich wollte es einfach mal probieren, was das Auto hier so kann. Genau wie auch der VW Touareg, das ist auch nicht für das gedacht hier für die Rennstrecke, aber einfach mal probieren, was der so kann. Und der Matter kann tatsächlich ein bisschen was. Man hat natürlich gemerkt, dass er nicht für diese Straßen gedacht ist. Das ist nicht sein Revier, das ist mir ganz klar. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Und ja, Leistung hat er eigentlich nicht so viel. Weniger als der Jaguar, weniger als der Focus, weniger als der Touareg. Ja, ich glaube nur der Nissan hatte noch weniger Leistung. Hat auch einen Saugmotor. Aber halt sehr leichter Wagen, wiegt unter eine Tonne. Ist natürlich auch der Beschleunigung zugutekommt und dem Handling. Aber man hat wirklich gemerkt, auch die Reifen, die machen sowas nicht so gerne. Die wollen eher Rallye fahren. Oh ja, es war knapp. 3 Minuten 4,695 ist die Zeit des Mantas. Ist schneller als der Focus, aber wirklich nur knapp. Ja, also da liegt nicht viel zwischen. Wenn man sicherlich mit den Autos beide Runden gleich gut fahren würde, würde auch sehr ähnliche Zeiten rauskommen. Also ich würde sagen, die Autos fahren eine sehr ziemlich gleiche Zeit. Natürlich, man kann es sind immer Störfaktoren da, die Zeit beeinflussen. Ich denke, die sind schon von der Zeit sehr ähnlich. Dass ich nicht gedacht hätte, dass der Opel da mithalten kann. Vor allem auch, weil er so wenig Leistung. Ich meine, der hat halt, glaube ich, 50 kW weniger als der Ford. Das ist schon übel. Hat auch so ein altes Auto natürlich. Der Alfa Romeo 8C ist ein wirklicher Überraschungskandidat. Ich bin den Wagen vorher in Horizon 4 eigentlich, glaube ich, noch gar nicht gefahren. Hätte höchstens mal so für 2 Minuten. War auf jeden Fall nicht ernsthaft Rennen gefahren. Und ich bin echt überrascht, wie gut er sich fährt. Auf wie schnell der ist. Ich meine, der hat ja noch deutlich unter 500 PS. Im V8-Saugmotor von Ferrari müsste da, glaube ich, kommen. Und wie der abgeht, ey, meine Güte, auch die Kurvenlage. Wie schnell man die Kurven durchmachen kann, sowohl langsam als auch schnell. Habe ich wirklich nicht mit gerechnet. Hat den Wagen echt nicht auf dem Schirm, dachte so, ja, 8C und nichts Besonderes, aber der fährt sich erstaunlich gut. Und ich glaube, der Wagen ist relativ schwer, so 1,6, 1,7 Tonnen, aber der fühlt sich gar nicht so schwer an. Fährt sich wirklich gut, auch in den Kurven, auch gerade, Beschleunigung ist völlig in Ordnung. Fährt sich wirklich sehr, sehr angenehm, war auch, finde ich, sehr leicht im Grenzbereich zu bewegen oder halt mit schnellen Geschwindigkeiten. War zum Beispiel mit der Jaguar viel, viel schwerer oder viel weniger Leistung hat. Da war der Jaguar wirklich viel schwerer zu handeln, um schnell zu fahren. Im Alpha ging das ziemlich einfach.
Und es ist das erste Auto mit einer Rundenzeit von unter 3 Minuten. Und zwar deutlich. Meine beste Runde war eine 2 Minuten 52,773. Damit rund 12 Sekunden schneller als der Manta. Das ist schon wieder ein Riesenschritt. 12 Sekunden bei der Rundenzeit, das ist schon echt extrem. Natürlich, der Leistungsindex ist auch gewachsen. Das ist klar, auch die Leistung selber des Motors. Aber 12 Sekunden ist echt übel. Traumhaft, der Wagen, wirklich. Fährt sich sehr, sehr gut. Ob sich getunt besser fährt, weiß ich nicht, aber auch im Serienzustand ein sehr geiles Auto. Ein weiteres Auto aus Italien ist der Ferrari 360 oder 360 Challenge Stradale, das Topmodell des 360s. Und auch ein ziemlich geiles Teil, muss ich ehrlich mal sagen. Der ist schon ziemlich übel. Hat nur einen ziemlich kleinen V8, ich glaube 3,6 Liter. Hat über 400 PS, hat 3,8 Liter. Nicht so besonders, aber der wiegt halt ziemlich wenig. Macht den Wagen, denke ich mal, auch so schnell. Und auch das Getriebe. Das war bei Ferrari, glaube ich, dieses F1-Getriebe, was auch, glaube ich, der Enzo schon hatte. Also sehr schnelle Schaltzeiten. Ist, glaube ich, keine Doppelkupplung, aber halt ein sehr schnelles Automatikgetriebe. War zu damaliger Zeit. Heute ist sowas schon viel serienmäßig, aber ist einmal zu dieser Zeit. Diese Wagen. Warte, ich bin kurz auf meiner Liste. 2003. Der ist jetzt also schon 16 Jahre alt. Und auch damals schon so ein fettes Getriebe. Diese F1 Speedshift oder irgendwie so heißt das. Geiles Getriebe. Cooles Auto und ziemlich schnell. Der Wagen fährt sich auch ziemlich gut. Man merkt auch wirklich, dass er sehr leicht ist, hat sehr wenig Gewicht. Ich glaube, nur so um die 1,2, 1,3 Tonnen. Das ist echt nicht so viel. Auch gute Reifen. Also fährt sich ziemlich gut, fährt sich ziemlich einfach. Auch relativ einfach im Grenzbereich. Wobei ich sogar sagen muss, dass es mir leichter fiel, den Alfa schnell zu fahren, als den Ferrari. Mal gucken, wie sich das auf die Zeit auswirkt. Dennoch ist der Ferrari schneller mit einer 2 Minuten 47,367. Also nochmal ungefähr 5 Sekunden besser als der Alpha. Das ist schon mal ordentlich, dafür, dass er gar nicht mal so viel mehr Punkte hat. Aber es ist halt auch ein Ferrari. Nichts gegen Alpha, aber Ferrari baut halt schon eher. Er ist also die Sportwagenmarke als Alfa Romeo. Die machen auch mal coole Autos. Der Ferrari ist doch da ein bisschen cool und ich glaube auch ein bisschen zumindest erfahrener, was moderne Sportwagen angeht. Bereits im Let's Play war ich von der 8. Generation des Porsche 911 der Generation 992 ziemlich beeindruckt. Das Selling war wirklich ausgesprochen gut und auch die Beschleunigung für nur 450 PS war überraschend gut. Und generell der Wagen, der fährt sich einfach extrem gut. Letztlich wird ziemlich einfach fahren, auch ziemlich einfach schnell fahren. Und also da ist es eigentlich zu schön, um wahr zu sein, wie geil sich dieser Wagen fährt. Aber wie schnell er ist. Ich meine, es ist nur der Carrera S. Jetzt stelle ich mal vor, wenn es in dieser Generation noch einen GT3 RS oder einen Turbo oder einen GT2 RS gibt. Was denn los ist? Ich meine, so schnell wie jetzt schon der Carrera S ist, mit 450 PS. Das ist wirklich beeindruckend. Ich meine, der hat auch hier
fast 50 Punkte mehr als der Ferrari. Ja, S1 840. Mit einem 450 PS Auto. Muss man auch erstmal schaffen. Wirklich extrem geiles Teil, natürlich als riesen Porsche-Fan sowieso. Ich war auch erst von der Optik nicht so ganz so angetan, aber ich finde den mittlerweile immer schöner. Entweder stark von der Farbe ab, aber auch so ein Forza, ich finde den schon ziemlich geil. Könnten dem Auto ruhig mal den achten Gang geben, wie es auch in echt ist. Den Bug haben sie leider noch nicht behoben. Ich glaube auch die andere Übersetzung oder die reale Übersetzung, der achte Gang, würde nichts an diesem Auto ändern, dass es sich fantastisch fährt. Zumindest in Forza. Wie es in echt ist, weiß ich natürlich nicht, aber ist halt einfach ein geiles Teil. Und wieder hat es Porsche geschafft, den neuen Elva zu verbessern. Nicht nur auf den realen Strecken wurde dann Elva auch wieder deutlich schneller. Vor allem jetzt schon der Carrera S ist ja schon ziemlich übel. Aber auch in Forza ist der Wagen doch schon ziemlich gut. So hat er als beste Rundenzeit geschafft. Eine 2:41,195 ist damit auch neuer Spitzenreiter. Was bis jetzt immer so war. Also jedes Auto, was ich getestet habe, war immer schneller als alle anderen. Bisher. Jetzt hat halt der Porsche die Krone auf. 42 ist schon ziemlich fett. Das 10. und letzte Auto für heute ist der R8. Nicht der aktuelle, nicht das Facelift. Das war Generation 2 des R8s, aber das ist die normale Version. Das Facelift kommt ja jetzt auch erst. Mit 610 PS, der gute 5,2 Liter V10 Saugmotor. Das ist ein geiles Teil, natürlich Quattro-Antrieb, ist ja standardmäßig verbaut. Und natürlich, das Ding geht ab wie sonst was. Natürlich auch der Allrad hilft dabei, kommt natürlich beim Start. Muss aber sagen, trotzdem ist der Wagen doch ziemlich viel gerutscht. Ich meine, der Allrad, der ist bei Audi sehr hecklastig ausgelegt. Was natürlich auch gut ist, aber ich glaube, sie haben es vielleicht ein bisschen übertrieben, zumindest so wie es sich in Forza fährt. Ich finde, die Verteilung könnte noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Ich glaube, der ist jetzt dabei um die 80-85% hinten geregelt. Ich glaube, ein bisschen weniger wäre auch nicht schlecht, eher so 70-75%. Das wird, glaube ich, auch reichen. Natürlich sonst, der Wagen geht ab wie sonst was. Durch den Allrad schiebt der Wagen natürlich auch. Leistung ist vorhanden. Weil wir haben auf der Geraden um die 300 geschafft. Das ist einfach nur krank. Auch Bremsen waren wirklich gut. Kann man schön bremsen. Aber ich glaube sogar in der Kurve ist der Porsche sogar ein bisschen schneller gewesen. Habe ich so das Gefühl. Jetzt nicht genau mir beides angeguckt, aber so gefühlt ließ sich der Porsche in der Kurve schneller fahren. Natürlich auf der Geraden zieht der Audi weg, das ist ganz klar.
Grund ist der Frage, ob der Audi den Porsche trotzdem schlagen konnte, und die Antwort ist ja. Und es war auch ziemlich eindeutig, denn er ist gefahren eine 2:37,312. Was wieder so um die 4 Sekunden schneller ist als der Porsche. Das ist schon, das ist nicht mal knapp, das ist schon deutlich gewonnen. Aber heute ist der Audi R8 V10 Plus von 2016 der König. 2:37,312. Und ich springe wieder zurück ins Spiel. Da ist er, der R8, der sich heute die Krone aufsetzen darf und all das als das schnellste Auto auf der Teststrecke gilt. Noch zumindest. Natürlich möchte ich auf meiner Teststrecke auch weitere Autos testen, auch ziemlich viele. Auch relativ zeitnah. Ich möchte insgesamt auf dieser Strecke mindestens 50 Autos testen. Natürlich besser wäre es, wenn es viel mehr sind. Dass er auch vielleicht ein paar Konkurrenten hat. Natürlich ganz cool. Deswegen wird es auch in Zukunft in Let's Play-Folgen auch weitere Tests geben. Zum Beispiel auch von den Autos, die im Let's Play selber drankommen. Die ich schon mal verraten kann. Ich habe eine Nase dazu, aber egal. Ich möchte auch in näherer Zukunft den TBR Griffith, wie heißt der? Griffith, keine Ahnung wie der heißt, sondern TBR aus dem Autopass, den möchte ich auch gerne mal fahren. Und den werde ich wahrscheinlich auch auf der Teststrecke testen. Ist der ganze auf Teststrecke, du Idiot, Fabian? Nein. 3, 2, 1. So. Das waren 10 Autos, von denen heute der R8 V10 Plus der König ist. In einer doch nicht ganz guten Zeit. Mal gucken, wer das als nächstes überbieten kann. Das ist natürlich die Frage. Ich werde auch in Zukunft weitere Autos testen. Auch in den Let's Play Folgen. Zum Beispiel möchte ich in nächster Zeit den neuen TBA fahren, das ist im Autopass. Ich glaube, der heißt Griffith oder Griffith. Keine Ahnung, wie der heißt. Muss ich mal gucken. Ich weiß aber, welchen ich meine, glaube ich. Den neuen TVA zum 70-jährigen Jubiläum der Marke. Würde ich gerne mal im Let's Play dran nehmen und dann halt auch auf der Teststrecke fahren. Und es dann auch in der gleichen Folge die Runde zu sehen geben wird, zu sehen sein wird. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Es wird auch wirklich in Zukunft viele weitere Autos geben. Auch, ich würde auch gerne viele verschiedene Autos fahren. Nicht nur mal welche Sportwagen, sehr ein bisschen langweilig. Mal was Langsames, mal was Außergewöhnliches. Vielleicht mal einen Ulimog oder so. Danke fürs Abbiegen. Den Unimog oder so. Einfach mal so just for fun. Das ist alles, wie gesagt, nur aus Spaß. Man soll das Ganze nicht zu ernst nehmen. Kann man auch eh nicht. Ich meine, es ist ein Spiel, ein Arcade-Rennspiel. Es ist natürlich schwer, sowas zu vergleichen mit den roten Zeiten. Natürlich auch der R8 hat natürlich auf der Strecke auch große Vorteile, weil er halt sehr viel Leistung hat, sehr schnell ist. Aber das soll ein anderes Thema sein, in einer anderen Folge vielleicht oder zum anderen Moment. Ich hoffe, ihr hattet heute ganz viel Spaß. Ja, jetzt kommt nicht mehr viel in Folge 100. Aber was ich noch machen wollte, sind Wheelspins. Ich habe noch ein paar übrig. Zwar nicht viel, aber ich wollte die heute noch machen. Wenigstens zum kleinen Abschluss. So, da sind sie auch schon. Die 6 Stück. Schreibt mir auch gerne Kritik zu meiner Teststrecke oder Verbesserungsvorschläge. Oder wenn ihr sie selber gefahren seid, wie ihr sie fandet. Könnt ihr ja fahren, ist ja alles öffentlich gestellt. Würde gerne ausprobieren. Oder mir auch gerne sagen, was für Zeiten ihr gefahren sind. Mit dem R8 zum Beispiel oder mit jetzt dem Alfa Romeo. Könnt ihr gerne in den Kommentar schreiben, welche Zeiten ihr damit gefahren seid mit den Autos. Würde mich mal interessieren. Gerne natürlich Kritik zu dieser gesamten Folge als Ganzes, als kleine Special-Folge. Es ist vielleicht nichts übertrieben Krasses, aber mein Gott, es ist auch nur eine Zahl. Es ist Folge 100. Mein Gott, es ist eine verdammte Zahl. Aber es wird in Zukunft noch was Fettes kommen mit diesem Spiel. Da kommt noch was sehr, sehr Geiles. Was hoffentlich sehr, sehr geil wird. Aber ich denke schon. Es wird ziemlich viel Arbeit. Diese Folge war gar nicht mal so wenig Arbeit. Weil das schon die reine Aufnahme. Ich meine, aber auch mit jedem Auto 5 Runden gefahren. Mit dem Ferrari sogar 10. Mit dem R60 muss ich sogar das Ganze 2-mal fahren. Denn ich habe das einmal aufgenommen. Habe ich mir die Aufnahme im Nachhinein nochmal angeschaut und ja, die war unbrauchbar. Hat einfach geruckelt wie die Hölle. Das geht aber nicht. Das muss ich nochmal machen. Bei der Zeit wurde sogar besser. Das ändert aber nichts an der Platzierung des Ferraris. Also alles gut. Das war schon ziemlich viel Aufnahme. Ziemlich viel natürlich auch beim Schneiden. Das hat es dann auch. Die
Kommentare bei den Runden noch hinzuzufügen. Oder nach der Zieleinfahrt. Aber ich mache es gerne, macht das hier alles sehr viel Spaß. Deswegen würde es auch wahrscheinlich morgen und übermorgen wieder ganz normal weitergehen mit meinem Blödsinn. Warum auch immer man sich den anschaut, ich weiß es nicht. Aber natürlich freut mich das. Deswegen, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Oder wie Janis denn sagen würde, einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Also bis dann und tschüss!